Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin euer Laser mit den Gummihandschuhen. Gummihandschuhe. Okay, kommen wir zum Unboxing. Es kamen 3 Pakete von 4. 3 kamen und 4 sollten es sein. Es gibt immer eine Ausnahme bei eBay, die wieder ausfällig wird oder vergesslich wird oder eine extra Wurst braucht oder. Ich habe alle 3 Pakete innerhalb von 3 Tagen bekommen und der eine, der denkt, er müsste es erst heute losschicken. Ne? Sowas gibt es immer wieder. Ja, ich habe mir hier eine Fernbedienung. What the fuck? Laser. Wieso eine Custom-Fernbedienung? Was tust du? Jetzt, Leute, kommt Karton-Section. Der Karton im Karton. Ja, keine Ahnung, wieso er den Chaos-Karton genommen hat. Ich habe mich schon gewundert, als ich den abgeholt habe. Was ist da los? Was ist das? Tada! Das ist meine neue Funke. Ist ein LRP 2,4 GHz FHSS. Ist die gleiche Technik wie der Carson. Der hat auch FHSS-Sendeband. Ja, und ich habe mir die geholt, weil ich dachte, hey, die teste ich mal. Und die war echt billig. Ich habe die für 27 Euro nur bekommen. Ey, Leute, 27 Euro für einen 2,4. Und was mich auch noch positiv überrascht oder gut ist, es hat hier noch die manuelle Einstellung, was ich ganz gerne mal begrüßen würde. Weil ihr kennt das vielleicht selber, ihr habt eure Digitalfernbedienung und dann braucht der Wagen ein bisschen mehr Luft und dann müsst ihr da erstmal einprogrammieren und ne, habt ihr nicht gesehen. So hier einfach so zack, am Regler drehen, zack, mehr Luft. Starten, zack, zurückdrehen, fertig. Ne? Und dieses ganze Rumprogrammieren ist zwar schön und gut, ne? Aber manchmal hat man einfach keinen Bock drauf. Ne? Und daher will ich die mal testen. Die ist nagelneu, hat hier auch wieder das Siegel von LRP. Wie gesagt, 27 Euro. Pff, dachte ich mir, hey, probier's aus. Für 27 Euro kannst du echt keinen Fehler machen oder nichts verkehrt machen. Das Witzige ist, der Empfänger, der Ersatzempfänger hierfür, kostet 26 Euro neu. Da habe ich mir gedacht, lol, da holt man sich doch gleich eine ganze Fernbedienung. Da hat man auch einen Empfänger und noch eine Ersatzfernbedienung. Ne? So, wir holen die mal hier raus. Wie gesagt, nagelneu das Ganze. Ja, Schnicke, nichts mehr drin. Da gucken wir es alle. Hier haben wir eine Bedienungsanleitung. Die gucke ich mir nachher mal an. Scheint aber super dünn zu sein. Ich frage mich, wofür das sein soll, dass die eingeschweißt ist. Keine Ahnung. So, hier ist das gute Stück unter, was auch nochmal verklebt ist. Meine Güte. Also LRP-Sachen wollte ich mir jetzt eigentlich nicht nonstop holen, aber das war halt eben das günstigste. Selbst die Carson ist teurer als die LRP. Ne? Und das ist die gleiche Technik. Ja, geiles Ding. Schaut richtig cool aus. Die Fernbedienung gucken wir uns gleich mal an. Und bewerten auch mal die Qualität der Fernbedienung. So, dann haben wir hier den Empfänger. Und zwar ist das der A3RX. Und dieser Empfänger kostet 26 bis 27 Euro neu. Ich habe für die Family 27 bezahlt. Schöne Antenne. Schön. Ja, sieht alles cool aus. Hier oben haben wir den Knopf für den FaceSafe. Hier haben wir einen Reset-Knopf, so wie es aussieht. Hier ist die LED. Schön klein, schön handlich. Und wenn wir uns jetzt mal den Carson angucken, sehen wir, dass er fast sogar 1:1 gleich ist. Ne? Auch von der Baugröße. Gut, der LRP ist ein bisschen größer. Aber das ist echt nur minimal. Ich würde sogar fast behaupten, dass das Gehäuse fast gleich ist. Ne? Hier auch den goldenen Aufkleber an der Seite. Vielleicht kommen die ja beide wirklich aus dem gleichen Werk. Ey. Wer weiß. So, ja, dann haben wir hier wieder Aufkleber. Oh cool, wieder 2 verschiedene Aufkleber und ein kleiner Katalog ist da wieder mit bei, wie beim Motor. Coole Sache, das war's. Mehr ist da nicht drin. Schauen wir uns die Fernbedienung an. Ich finde, ja, wir müssen die mal ein bisschen befreien hier. Hier sind überall Styroporreste. Sie schaut sehr gut aus. Kommt mir kein, also sieht mir überhaupt nicht aus wie ein anderes Modell. Hier haben wir einen dritten, hier kann man den Bremsweg verkürzen, so wie es aussieht. Okay, ist mechanisch. Okay, dann haben wir hier, das ist bestimmt nur so ein Aufkleber. War wohl mal eine 40 MHz oder 27 MHz Fernbedienung. Da konnte man dann immer so die Quarze rausziehen. Ja, fühlt sich sehr gut an. Das Rad auch hier mit so einer Bremsscheibenoptik, ne, wie bei der Carson. Ja, schön, fühlt sich fast gleichwertig wie die Carson an. Also macht einen guten Eindruck. Auch der Gas- und Bremshebel
alles super, sitzt super bequem in der Hand. Die Antenne ist in Ordnung. So, und dann haben wir hier TH-Trim und ST-Trim, halt Lenkung und Gasbremse. Dann haben wir hier noch die Umsteller für die Umschaltung der Servos, glaube ich. Und hier haben wir noch Feintrimmung, die wir wohl einstellen können. Das müsste ich mir dann später alles angucken. Hier vorne haben wir den An- und Ausschalter. Ja, da ist noch über so ein bisschen Struktur drin. Ansonsten haben wir hier noch einen 12-Volt-Anschluss zum Aufladen. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Ansonsten schöne Fernbedienung. Wiegt nicht viel. Jetzt gucken wir uns mal das Batteriefach an. Oh, 8 Stück. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöde. 4 wäre natürlich schöner gewesen. Aber, Leute, und das ist das Coole an dieser Fernbedienung, 8 Batterien packt man hier rein und dann hält die. Die hält wochenlang, weil hier nichts grafisches Display-mäßig ist. Das verbraucht erstens richtig wenig Strom. Ne? Das heißt, die Fernbedienung wird lange im Betrieb sein und wird auch lange halten. Und das ist natürlich das Geilste für ever, wenn Modellbauleute einfach ihre Funke hinstellen, ne, ausmachen und einfach wieder anmachen und weiterfahren können, ohne immer drauf zu achten, oh, habe ich jetzt noch Energie oder habe ich nicht Energie. Wobei ich sagen muss, dass bei der Carson das ziemlich geil ist, da ist es auch grafisch, hat nur 4 Batterien, hält super lange schon. Aber ich denke, das Modell hier hält doppelt so lange und das ist natürlich genial. Ne? Ansonsten schönes Design, gefällt mir ganz gut, wie gesagt für 27 Euro mit dem Empfänger. Den werden wir nachher nochmal testen kurz, ich werde das mal ausprobieren. Und dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht den Carson gebunden kriegen. Das wäre mal vielleicht eine coole Sache. So, kommen wir weiter, machen wir weiter hier. Zack, zack, zack. Dann kam hier heute ein Brief. Ein Postbrief. Da haben wir die Glocke drin, weil ihr wisst ja, bei meinem Rex hat sich die Glocke verabschiedet. Ja, die haben wir hier nagelneu drin. Hier sind Unterlegscheiben mit bei. Ich zoome mal kurz ran, für die Leute, die nicht richtig sehen. Hier haben wir Unterlegscheiben mit bei, 2 Stück. Wir haben hier die Schraube mit bei und wir haben 2 Kugellager mit bei. Und 2 richtig gute Kugellager. Also nicht diesen Billig-Scheiß da, der mich bei Rallye immer so aufregt, sondern hier sind schöne, dicke, fette Kugellager, die wir auch für ein paar Euro nachbestellen können. Ne? So, aber die Glocke hier ist von Carson. Ist eine Carson-Glocke, 13 Zähne. Ist eine geschlossene Glocke. Ich habe ja gesagt, ich hole eine geschlossene. Und ja, war super günstig. 6,50 habe ich, glaube ich, nur bezahlt. Scheint mir ein sehr guter Preis zu sein, mit 2 Kugellager, mit Unterlegscheibe und Befestigungsschraube. So, hier haben wir mal den Motor. Der wird aber trotzdem erstmal auf Eis bleiben. Ich glaube, die Glocke werde ich dann auch erstmal für den 25 CNC benutzen und nicht für ihn hier, für den Kollegen, weil der hier erstmal auf Eis liegen bleibt, weil ich keinen Kopf finde. Ne? Mir fehlt ein 28er luftgekühlter Kopf. Und bei eBay ist momentan nur einer abbieten und das ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. Und ich brauche unbedingt einen anderen Kopf. Und daher bleibt das erstmal auf Eis. Aber wir können mal gucken, ob die Glocke passt. Und tada, sie passt astrein. Ey, die passt sich aber wirklich sehr gut an. Könnt ihr das sehen? Schön. Schöne Glocke von Carson, 6,50 Euro. Mit Kugellager, allen drum und dran. Wie gesagt, der Modellbauladen, wo ich war, wollte 15 Euro für so eine andere Marke. Ne? Hier haben wir für 6,50 Euro. Astrein. Mit Kugellagern, alles drum und dran. Kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen. Ne? Und die Kugellager, wie gesagt, diese Art von Kugellager, die gibt es für 1, 2 Euro online. Und das ist nicht das Problem. Ne? Ja, Glocken, wie gesagt, bei Glocken bin ich immer ein bisschen, also jetzt mit der Glocke wäre ich ein bisschen vorsichtig, wo ich gemerkt habe, woran das liegt, dass da mal so viel Sand, dass der Sand das zerstört, passe ich ein bisschen besser auf jetzt. Diese Glocke nehmen wir für den 25 CNC Motor, weil damit will ich noch fahren. Mit dem Rex Motor erstmal nicht. So, kommen wir zum nächsten. Das ist hier. Jetzt denkt sich jeder, wow, komm mal raus hier aus dem Zoom. Was ist das denn? Ne? Jetzt könnt ihr auch denken, riesengroß. Was ist das? Ich pack aus, Leute. Okay, Folie. Was könnte das sein? WTF? Ernsthaft? 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 Für eine Antenne? Oder besser gesagt, 2 Antennen? Von Robbe, das sind die Antennen, die ich mir für die Spektrum geholt habe. Ernsthaft? So ein Karton? Bitte, das Teil verliert sich da drin. Das hätte auch mit einem Postbrief. Ich habe jetzt 5 Euro Versand umsonst bezahlt, so gesehen. Ne? Hätten auch 1 Euro getan. Echt, total übertrieben. Ja, das sind die Antennen. Und zwar habe ich mir die ganzen Empfänger hier mal angeguckt. Habe ich mir mal die ganzen Empfänger, wie gesagt, eben gerade schon angeguckt. Und zwar hier den Carson und den Modellkraft im Gegensatz zu den Spektrum. Und mir ist aufgefallen, die Antennen, die wir hier sehen, die ich jetzt hier auch nachgekauft habe oder die auch hier dran ist, alle dieses isolierte Stück am Ende haben.
Und ich habe sie aufgemacht und die Antennen werden wirklich getrennt angelötet. Das heißt, die sind an zwei Punkten angelötet. Im Modellcraft, sowie auch im Carson, sowie wohl auch hier in der LRP. Das Witzige ist, ich habe mir dann nochmal die Spektrum hier angeguckt. Der hier ist sogar noch offen. Ich habe den offen gelassen. Und hier ist das Witzige, Leute. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht wieso, aber es kann sein, weil diese Technik, die hier wohl verwendet wird bei den Sets hier, bei den Empfängern, ist dieses FHSS, ne? Wie wir sehen. Und das hat ja auch der Modellkraftsender und auch der LRP hat das auch diese FHSS-Technik. Und die Modellkraft läuft auch mit FHSS, ne? So, und diese Spektrum hier, Geschichte, läuft aber nicht mit FHSS, das läuft mit DSM, ne? So, und ich glaube, dass das eine andere Art ist, weil ich habe den aufgemacht, Leute, das ist die Platine. Bei den anderen war überall so eine Art Verstärker, der war hier dran und dann war hier noch so eine Platine drüber. Und da an dieser Platine waren diese Antennenkabel, die ich hier gekauft habe, doppelt verbunden, also doppelt angelötet mit zwei Polen. Hier an dem Sender, ne, das ist auch bei der Telemetrie so, ist nur ein einziger Lötpunkt. Ne? Ihr könnt es sehen, mit einem einzigen Kabel befestigt worden. Ansonsten ist da keine Möglichkeit mehr. Darunter ist nichts da. Ist nur ein einziger Punkt. Das heißt, vielleicht ist das anders hier in dem Teil. Ne? Ich weiß es leider nicht, weil ich nichts anderes habe. Der Telemetrie hat nämlich genau den gleichen Lötpunkt. Nur einen einzigen Lötpunkt, mehr nicht. Und daher weiß ich nicht, wie das läuft. Also ich will das jetzt mit dem normalen probieren. Ich werde hier die Antenne nehmen, werde das abkappen, werde das anlöten. Ansonsten habe ich ja nicht einen zweiten Punkt. Ich werde das einfach erstmal so anlöten, das ausprobieren und gucken, ob es funktioniert. Ne? Eine andere Möglichkeit bleibt mir nicht übrig, weil ich bei dem Ding echt sprachlos bin. Ne? Und wenn einer von euch da draußen ein Spektrum hat, wo nicht dieses gekürzte Kabel ist, und zwar sondern so lang wie hier, ne, zum Beispiel, wenn es euch nichts ausmacht, könntet ihr den aufmachen, vorsichtig, ne, müsst ihr natürlich auf eigene Verantwortung machen, ne, ich übernehme da keine Haftung, aber wenn ihr irgendwie einen habt oder so und ihr könnt das und so, einmal aufmachen und gucken, ob der wirklich nur an einem Punkt oder an zwei Punkten gelötet ist. Das würde mich echt super interessieren, weil ich würde mich erst ranwagen, wenn ich wirklich weiß, dass es wirklich nur ein Punkt ist. Weil wenn es ein Punkt ist, dann ist das eine andere Technik. Ne? Anders kann ich es mir nicht erklären. Ist einfach so. Ne? Behaupte ich jetzt mal. Ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Ich werde es trotzdem probieren mit der Antenne. Die Antenne habe ich für 12 Euro gekauft. Von Robbe. Ja. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ne? Ich will meine Spektrum benutzen. Ja, gut. Kommen wir wieder zurück zu der LRP, die ich sehr schön finde. Und ja, ich möchte das mal hier testen. Und dafür hole ich mal kurz Batterien. So, ich befeuere die Fernbedienung hier mit 8 Akkus jetzt mal. Für die Testzwecke. Vielleicht lasse ich die Akkus sogar drinne. Dann spare ich mir echt Geld. Schalten sie ein. Sie funktioniert. Die beiden leuchten. Lampen leuchten da. Kann man schlecht sehen mit dem Licht. Aber da ist einmal rot und einmal grün. Das funktioniert. Jetzt schließen wir den Empfänger an. Und zwar haben wir hier den Batterieanschluss. Aber irgendwie passt er nicht. Ah, doch da. Er blinkt. Oder besser, er leuchtet. Jetzt schließen wir den Servo an und testen das mal. Zack. Achso, übrigens, das Video hier drehe ich jetzt davor. Jetzt kommt ja eigentlich. Eigentlich sollte jetzt hier das Fahrvideo kommen, aber ne, dafür kommt lieber das Unboxing. Und morgen kommt das Fahrvideo vom Terrier. Ich muss mal gucken, wie ich das hochlade. Das ist das Servo, was mit dem Terrier kaputt gegangen ist. Das funktioniert wieder. Da war irgendwie ein Klemmer drin oder so. Irgendwie hat sich da was verklemmt. Auf jeden Fall funktioniert das Servo. Und zwar sehr gut, sehr kraftvoll. Also, und jetzt kann man halt hiermit den Regler hier oben das Servo verstellen. Und dann sind hier auch noch so ein paar Dinger. Da kann man wohl den Einschlag regulieren und so alles. Das muss ich mir mal angucken. Dann kann man hier den Knopf drücken. Und dann ändert sich die Richtung. Das funktioniert super. Ne? Ja, klasse. Ich bin zufrieden. So, und jetzt wollen wir das nochmal schnell mit dem hier testen. Das wäre richtig Hammer. So, ich muss den Bindstecker mal kurz holen. So, ich habe hier mal den Bindstecker. Der kommt nämlich hier rein. Wo eigentlich die Batterie reinkommt. Dann kommt Saft drauf. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe nämlich nur noch eine Minute. So. Und eigentlich müsste da jetzt was leuchten. Tut es aber nicht. Das heißt, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Mal kurz gucken. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht. Wieso funktioniert der Bindvorgang nicht?
Habe ich den vielleicht falsch rum eingesteckt? Aber das ist doch eigentlich egal, oder? Müsste der jetzt nicht blinken? Blink mal. Du blink mal. Nee, macht er nicht. Keine Ahnung. Funktioniert glaube ich nicht. Ich probiere das mal kurz aus und dann komme ich nochmal wieder. Okay Leute, nochmal kurz schnell getestet. Es funktioniert nicht. Man kann die beiden Systeme nicht binden untereinander. Also Carson und LRP sind zwei unterschiedliche Sachen. Geht nicht. Dachte ich vielleicht. Wäre vielleicht eine coole Sache gewesen. Hätte interessiert vielleicht auch einige da draußen. Ja, wie gesagt, Servo funktioniert. Ansonsten finde ich echt super. Also klasse Fernbedienung. Ich bin begeistert für 27 Euro, Leute. Hammer gut, ey. Werden wir noch sehen. Wir werden die noch testen und alles. Das kommt alles noch. Habt Geduld. Jetzt wünsche ich euch erstmal morgen viel Spaß mit dem Terrier-Video. Ich bin's, euer Laser. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das war wieder ein schönes Unboxing, fand ich. Die Glocke, wie gesagt, ist eine Carson für 6,50. Ich packe die Links oder versuche die Links unten reinzupacken. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.